Also eigentlich geht es ja eigentlich in der Galerie oder im Kunstraum immer darum, Aufmerksamkeit zu generieren. Jetzt diese Ausstellung ist jetzt zum Beispiel mehr so ein Experimentierfeld, dass man sagt, gut, keiner ist eigentlich wirklich bekannt und ja, es ist so ein bisschen so ein Spielen auch, Experimentieren. Es sind auch sehr viele Künstler, es sind 10 Künstler. Die nächste Ausstellung wird wieder so sein, dass es auch Leute sind, die einfach schon sehr viel ausgestellt haben. Und so, genau, und so wollen wir uns eigentlich immer so zwischen, also so Leuchttürmen bewegen, wo wir wissen, okay, da geht was, so ungefähr, ja, da können, die haben einfach auch, die haben Preise schon vorher zum Beispiel, auch die haben verkauft, die bringen auch ein gewisses Publikum mit und dazwischen ist sozusagen eigentlich immer so dieses Experimentieren oder auch, wo wir selber so wie so eine Art Scouten zur Jahresausstellung gehen oder auf Messen in andere Galerien und uns sozusagen auch Leute suchen, die uns einfach persönlich auffallen und ja, gefallen auch.